Willkommen zurück bei Assassin's Creed 3 Remastered. Incoming Play hier am Start. Diesmal ohne Soundprobleme. Sorry nochmal für die letzte Aufnahme, für die Leute, die es geguckt haben. Und dann gehe ich gleich Was ist nochmal. dein Begehr? Okay. Mit dem Typen nicht. Drohlicher Konflikt. Daten. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Okay. Weiß gar nicht mehr, was jetzt kam. Dass jemand die Templer noch umbringt, das wusste ich. Habe ich noch im Kopf, aber der Rest. Jetzt dazwischen. Es ist nicht Bunker Hill. Nein, es ist Breeds. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Ich. Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengrüße zu senden. Doch das macht nichts. So langsam zum Ende hin. Genug, was er verdient hat. Ich gehe gleich nochmal auf die Fragen zurück von unserem letzten Video. Max hatte, glaube ich, gefragt, ob wir, wie wir mit Cry spielen. Oder Let's Playen. Putnam ist gleich davor. Du kannst ihn nicht verfehlen. Ich käme nicht auf Entschuldigung, Gentlemen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Also im Grunde gar kein Problem. Stadt, die Frage ist halt, welchen Teil du sehen willst. Ne? Bestimmt den neuesten. Aber schreib es am besten nochmal in die Kommis. Weil diese Devil May Cry hat mehrere Teile. Verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt würde? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ist diese Flagge, wenn ich Erfolg hatte. Und ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Jetzt fetz hier. Ja, wie gesagt, schreib am besten in die Kommis, welches Spiel genau. Detail. Also ich gehe jetzt mal raus vom neuesten, aber. Also wenn du die ganze Reihe sehen willst oder so. Ist schon etwas schwierig. Das ist jetzt ja gar nicht so. Also der neueste Teil wäre, gar kein Problem. Dann. Hilf mir. Guck mal, ob wir hier wieder. Durchqueren ohne Schaden zu leiden. Okay. Guck hier. Hä? Hab ich den erwischt?
Ich fange jetzt nicht noch von neu an. Hinten. Komm ich hier lang gegangen? Das schreibt das nochmal rein. Und wenn wer anders hier irgendwie noch einen Wunsch hat oder so. Also im Grunde können wir jedes Spiel jetzt playen, ne? Das ist nicht das Problem. Aber ihr müsst halt in der Community auch ein bisschen mitarbeiten. Damit ihr halt auch wissen, was ihr sehen wollt. Weil ansonsten spielen wir halt das, was wir wollen, ne? Ich bin gerne bereit, auf alle Sachen einzugehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Spielen oder ob ihr Tutorials nochmal braucht, für Neo ein bestimmtes oder für irgendwas anderes. Könnte weg. Bei Kommandant hier. Perfekt. Vision ist Hammer. Ist okay. Also ich finde, an manchen Stellen erkennt man gar nicht mehr, dass das ein PlayStation 3 Titel ist. Hier, um beim Band, ne? Beim Seil. Aber an manchen Ecken und Kanten. Das ist leider zu oft. Vor. Komm her. Jetzt haben wir drei Fehler gemacht. Das war ja Grenadier, ne? Wie gesagt, wenn ihr nochmal wissen wollt, wie ich das hier auf 100% mache, sagt mir einfach Bescheid. Mache ich auch hierfür noch ein extra. Mal eine extra Reihe machen dann, aber ich denke mal, schon zu viele Videos davon. YouTube. Wollte eigentlich alles, also Plan war es eigentlich alles auf 100% machen und dann immer wieder neu anfangen, ne? Aber. Das nervt ja auch euch. Muss nicht sein. Bahnhessen hier. Wo brauchen noch hin? Ganz altmodisch klettern hier. Na. Merken wir, dass es PlayStation 3 ist. So.
Vicky. Ging aber hin. Mach so schnell ich kann. Complicated hier. Andere Flagge müssen wir auch noch machen. Erreicht. Wir machen. Regionale Missionsziele habe ich natürlich alle versaut. War wirklich alle. Wenn euch noch geguckt und dann. Weiter geht's. Ja, sieht doch gut aus, also. Oh. Ein bisschen schneller, Junge. Zickzack hier. Aber im Fern und so sieht man halt immer noch das Weißen. Jetzt nicht mit den Pferden in Origin zu vergleichen. Aber die Wälder und so sind echt cool. Räder, ne? Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte sie nicht. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin. Und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Bin. Also bleibt wachsam. Spart Munition. Wartet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Verdammt! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Lügen, allesamt fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Was ist mit Pitka? Er verließ Boston, wie ich vermutete. Hat ein Lager auf Mountain Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du außen herum bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Wir haben keine Zeit. Sie sind direkt im Ansatzwagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. So. Jetzt fett. Lacht fällt mir gerne in den Schaden. Mein Bestes. Und gelost. Das ist schnell durchgemacht. Hey. Die hat Schutzschilder nehmen oder was? Also der schnellste ist sich immer der beste. Und gerade sie. Ja, zu schnell.
Muss halt langsam durchpirschen. Ja, und dann schnell. Gibt's nicht. Ich bin zu hektisch. Erinnert mich an meine Anfangszeit von Nio. Auch mega hektisch gewesen. Aber ich glaube, das war's. Das war's, ne? Nervig. Weg bei denen. Habe ich nicht gesehen. Hab ich nicht kommen sehen. Der Licht etwas. Energie lädt sich nicht auf, oder? Guck doch schon wieder. I could ask. Oh. Runter. Ja, strategisch. Das ist auf der Seite. Ja. Ja, ich hab gesehen, der letzte Fail war es halt. Ne? Warte mal kurz, bis meine Energie aufgeladen ist. Komplett durch. Ein Ziel. Kamerasalat hier. Kamera ist natürlich super. Hilfe hier. Zack. So. Rück durch den schönen Wald hier. Schöne Lichteffekte. So, hier lang. Da oben.
Wir müssen uns ja orientieren an den Rissen in den Felswänden. Origins, bei Origins, also bei Odyssey da. Das ist egal. Kannst du überall hoch. Du wirbst halt auch nicht, wenn du runterspringst. Deinige Vorteile. So, ich glaube, ich muss mit dem. Ja, Luftattentat. Kann ich mir. Blocken hier. Hier gar nichts. Bitte. Voll abgelost wieder hier. Schön Attentat hier. Ja, die sieht ja noch ganz gut aus. Alles. Alter! Der hat irgendwie nicht reagiert. Ich kann jetzt nicht laufen. Wo hätte ich ihn denn? Hier weg. Bosskampf hier. Man weiß, wie es halt. Eigentlich hätte ich nur. Waffe aus der Hand schlagen und das gleiche, ne? Und das kriegt man ihn nicht zu Fall. Warum
hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Saha yu yanere ne o tēnā mdasetakwe. Tini o ne yaho tēnā tamdasetakwe. Atom gerade. Viele Verluste. Wie kannst du dich so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren und zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boston ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Wie meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Alle versaut. Läuft. Wenn 7 beendet. Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln in etwas Kaltes und Geordnetes, in etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten, auf dass sein Traum wahr wird und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen.
das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. So, ich würde sagen, damit beenden wir das Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und machen dann gleich beim nächsten Mal weiter. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch freuen, oder wir uns tierisch freuen, wenn ihr uns weiterhin unterstützt. Danke auf jeden Fall für das ganze Feedback, für die einzelnen Kommentare. Wir freuen uns über jede Interaktion, die auf unserem Kanal passiert. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommis. Und wir beantworten die dann sofort im nächsten Video. Bis dann. See you.